So, hallo, hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal bei einem neuen Video. Das Thema heute ist Erfolg. Egal, ob es Business-Erfolg ist, Erfolg in Beziehungen, Erfolg im ganzen Leben. Erfolg heißt ja nichts anderes wie, ich habe das, was ich möchte. Das ist Erfolg. Ich lebe das Leben, das ich möchte. Ich habe ein erfolgreiches Leben. Ich lebe die Beziehungen, die ich möchte. Ich habe erfolgreiche Beziehungen. Ich lebe und liebe das Business, das ich habe. Ich habe ein erfolgreiches Business. Es liebt mich, mein Business liebt mich, mein Leben liebt mich, mein Partner liebt mich, unterstützt mich, gibt mir all meine Wünsche und Träume, wir genießen zusammen, mein Partner, mein Business. Genau das ist der Ansatz, den ich heute erklären möchte. Warum viele Menschen sich immer noch danach sehnen, Erfolg im Business zu haben. Und natürlich gibt es hier Gründe, warum die einen erfolgreicher sind im Manifestieren ihres Business-Erfolges und die anderen nicht. Ich habe euch schon oft gesagt, es liegt an der Persönlichkeit, es liegt an der Identität, es liegt daran, wer ich glaube, dass ich bin. Und das Leben und mein Business ist ein Ausdruck von dem, was ich glaube, wer ich bin, was ich glaube, was ich verdient habe, was ich glaube, was mir zusteht, was ich glaube, was möglich ist in diesem Leben. Und das zeigt sich im Außen. Und ich möchte euch jetzt mal die Hawkins-Skala vorstellen, weil anhand derer kann man so, so super erklären, wo es hakt und was man transformieren muss, um letztendlich den gewünschten Erfolg zu bekommen. Bei mir war es ganz genau so. Es ging nie darum, dass ich nicht gut genug war in dem, was ich tat, in dem, was ich angeboten habe, dass ich zu wenig gewusst habe. Es ging nie darum, dass meine Qualifikation vielleicht nicht ausreichend war. Und genauso ist es bei allen Menschen. In dem, was sie tun, sind sie meistens hervorragend. Spezialisten, viele absolut großartig, brillant, heimlich still und leise, im Versteckten. Keiner tut sie anerkennen, keiner tut sie loben, keiner tut sie preisen, keiner tut sie unterstützen, keiner tut sie großartig bezahlen, weil sie ja im Eckchen sitzen und sich schämen. So, hier siehst du die Hawkins-Skala. Und wir fangen ganz unten an. Das ist genau der Einstieg. Heimlich still und leise, im Versteckten, weil eine Scham da ist. Ein Gefühl von Scham, ein Gefühl von ich bin nicht gut genug, eine Angst, jemand könnte das erkennen, eine Angst, dass jemand sieht, wie schlecht ich bin. Und genau darum geht's. Solange ich noch diese Überzeugung habe, dass irgendetwas an mir nicht gut genug ist, dass mir nicht stimmt, dann werde ich mit immer einer Scham, mit einem Schamgefühl rumlaufen, mich irgendwo beschämt verhalten und vielleicht sogar mich wirklich verstecken. Ich möchte nicht, dass man mich sieht. Und das, solange nur noch ein Quäntchen Scham besteht, wirst du nicht deinen Wert gespiegelt bekommen. Weder von deinem Partner, noch im Business, noch in der Arbeit, eben auch nicht vom Geld. Diese Scham ist der unterste Seinszustand. Das ist ein bewusstes Sein,
das mich so klein und so wertlos macht, so minderwertig macht, dass ich mit Scham zu keinerlei Erfolg kommen kann. Gehen wir weiter zu Schuld. Ich fühle mich schuldig. Ich habe irgendwie das Gefühl, weil ich etwas nicht gut genug gemacht habe, werde ich bestraft. Ich werde bestraft, weil man böse auf mich ist. Die Menschen sind böse zu mir. Man tut mir weh. Ich habe das Gefühl, ich werde schuldig gemacht. Ich bin immer die, die beschuldigt wird. Wenn irgendwo ein Schuldiger gesucht wird, was ja in unserer Gesellschaft oft so ist, dann werde ich und wird auf mich mit dem Finger gezeigt, weil ich mich schuldig fühle. Solange ich mich schuldig fühle, wird man mich zum Schuldigen machen. Ganz einfach. Gesetz der Annahme, wer ich bin, wird mir im Außen wiedergespiegelt. Und wenn du jemand bist, der Angst hat, irgendeine Schuld übernehmen zu müssen, irgendwie schuldig zu sein, dann musst du hier schauen, welche Überzeugungen du noch mit dir trägst. Dann ein bisschen besser, aber nicht wirklich viel, ist das Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Hoffnungslosigkeit, das ist Depression. Ich bin bedrückt, ich bin verzweifelt, ich kenne keinen Ausweg aus meiner Schuld und aus meiner Scham, aus meinem Schamzustand. Ich sehe keinen Ausweg. Ich glaube, es ist hoffnungslos. Ich bin unglücklich, weil ich nicht weiß, wie ich Scham und Schuld ablegen kann. Und das ist genau dieser Grund, warum viele Menschen in Depressionen kommen, weil sie hier glauben, sie sind schuldig, sie müssen sich schämen. Einen Schritt, ein bisschen höher schwingender, positiver, ein bisschen mehr Energie hat tatsächlich das Gefühl der Trauer. Ich bedauere etwas, ich bin traurig. Der Verlust, der Kummer, der Liebeskummer, diese große Enttäuschung, das Verlassenwerden, eine ganz, ganz schwere Überzeugung, die einfach dahinter steht, ist, dass ich etwas von außen brauche, um gut genug zu sein, um vollständig zu sein, um mich nicht schämen zu müssen. Viel, viel Liebeskummer ist nicht, weil die andere Person weg ist oder weil man verlassen worden ist, sondern weil damit alle Hoffnung auf ein besseres Leben verloren geht mit einer anderen Person. Und weil sich das Gefühl der Schuld, ich habe etwas wieder nicht gut genug gemacht, sonst wäre ich womöglich nicht verlassen geworden. Oder das Gefühl der Scham wieder vergrößert mit all diesen Annahmen, die hier zusammenhängen. Ich bin nicht gut genug, ich muss mich schämen, weil sonst hätte mich ja der Partner nicht verlassen, wenn ich so gut wäre. Das bedeutet, alles geht wieder den Bach runter. Das ist wieder eine Kommunikation, beinhaltet auch wieder diese ganzen anderen Seinszustände. Dann der Seinszustand der Angst behält noch mehr Energie als Trauer natürlich, weil all diese, die sind wirklich so eingefrorene Energiezustände, die machen einen wirklich absolut frozen, eingefroren. Angst, da bewegt sich wenigstens irgendetwas. Da läuft was, da habe ich Befürchtungen, da habe ich Sorgen, da läuft etwas in meinem Kopf. Ich bin in Bewegung zumindest. Natürlich nicht in positiver Bewegung, aber zumindest nehme ich mich schon etwas mehr wahr. Ich muss mich schützen. Ich bin tatsächlich, wenn ich Angst habe,
bin ich zumindest bereit, etwas für mich zu tun, nämlich mich zu schützen. Und wenn ich jetzt hier diese Sachen wieder anschaue in Bezug auf Business, wenn Menschen, die noch so fest in diesem Bewusstseinszustand sind, da hoch sich geklettert sind, haben sie plötzlich ein Verlangen, dass es besser wird, dass ich mich besser fühle. Ich suche nach Lösungen. Ich fange an, nach Lösungen zu suchen und ich werde zum Teil auch wirklich fast wie fanatisch. Es muss doch gehen und wieso geht es denn bei mir nicht? Und bei anderen geht es doch auch und so weiter und so fort. Und hier entsteht ganz oft das Bedürfnis, sich zu befreien im Sinne von, ich will finanziell frei werden, ich will meine Zeit frei einteilen, ich will machen, was ich möchte Dinge tun, die mir Spaß machen. Da kriege ich dieses Verlangen und dann kriege ich auch diese Idee, ich mache mich selbstständig, ich mache mein eigenes Business und dann bin ich auch sehr, sehr empfänglich für solche Versprechen oder zum Beispiel für Network, Marketing oder solche Sachen, mache dein eigenes Business ganz, ganz einfach. Da komme ich, aber ich bin noch voll rot. Ich bin noch voll im roten Bereich. Und dann ist Scheitern quasi vorprogrammiert. Ich mühe mich ab, ich probiere und ich tue. Aber ich habe noch kein Bewusstsein, keine Identität, die mich erfolgreich sein lässt. Und dann kommt das Nächste. Es ist alles positiv, ja? Wir steigen nach oben, wir steigen nach oben, es wird immer besser. Dann kommt das Nächste, dann habe ich Ärger, dann werde ich wütend, weil es bei mir nicht klappt und dann bin ich verletzt und ich möchte mich am liebsten rächen und ich bin trotzig und die, die mich da reingezogen haben ins Network oder so oder mir irgendwas aufgeschwatzt haben, auf die bin ich jetzt wütend und ich kämpfe doch und ich gebe doch alles und ich mache doch alles und es funktioniert doch nicht. Und dann, wenn ich da durchgegangen bin, dann kommt der Stolz, der auch positiv ist. Es ist alles positiv. Wenn ich hier durchgehe nach oben, es ist alles positiv. Und dann, wenn ich stolz bin, dass ich hier durchgegangen bin, dann fange ich schon an, einen gewissen Selbstwert zu haben, mich anzuerkennen, selbst anzuerkennen, vielleicht noch ein bisschen negativ, weil es noch nicht stabil ist und ich muss quasi auf andere runterschauen, andere verspotten, ein bisschen mich besser fühlen, mich ein bisschen hypen sozusagen, indem ich andere niedermache, um dann irgendwo dieses bessere Gefühl zu bekommen. Aber zumindest bin ich hier schon kurz vor dem Bewusstseinssprung, dass ich erkenne, dieses mangelhafte Ego, das sich hier mit Ach und Krach nach oben gearbeitet hat, kommt plötzlich in den grünen Bereich. In Mut, in Mut. Plötzlich kriege ich Mut. Plötzlich werde ich mutig, weil ich habe das da unten alles schon geschafft. Plötzlich merke ich, ich habe eine Stärke. Ich merke, da ist noch mehr und ich kann mehr haben vom Leben. Es geht mehr und ich kann wachsen, ich kann über mich weiter wachsen, über mich hinaus wachsen, über meinen jeweiligen Status, meinen jeweiligen Bewusstseinsstatus hinaus wachsen. Da wird's grün, da bin ich im grünen Bereich und wenn ich da angekommen bin, stabil. Da fängt mein Erfolg an. Da werde ich erfolgreich im Leben auf allen Ebenen, bei meinen Wünschen. Dann manifestiere ich mir erfolgreich. Manifestiere ich mir erfolgreich. Dann wird das Leben leicht, dann wird es nett und dann wird es lustig. Und dann fühlt es sich gut an und es geht auf wie ein Trichter und die Sonne scheint viel heftiger und so weiter und so fort. Und all diese Gefühle von Anspannung, Stress, Konflikt, Belastung, Konkurrenz, Drama, Kampf, Leiden, Schwere, Opferhaltung, Krankheit auch, Energiemangel,
Opa hat nochmal geschrieben hier, manipulatives Verhalten, unterdrückend, andere zu unterdrückend, eben gierig, gewinnorientiert, abhängig von anderen, von Reaktionen von anderen, von Ergebnissen. Gefühl der Einsamkeit, destruktiv zu sein für sich und andere, bedürftig, klammern, kontrollierend, humorlos, kritisch. All diese Einstellungen und Ansichten, die verlassen so langsam mein System, mein Ich bin und ich erkenne, wer ich wirklich bin. Langsam aber sicher wird mir klar, ich kann neutral sein. Ich muss nicht mehr reagieren auf alles. Ich kann in mir Sicherheit und Frieden finden. Ich muss nichts mehr beurteilen. Es braucht keine Reaktion. Die Sachen können so sein, wie sie sind. Ich bin zufrieden in meinem Leben. Ich kann die anderen leben lassen. Es geht mir okay. Und da bin ich schon ganz schön weit oben. Und dann gehe ich weiter. Ich werde offen. Ich werde positiv, ich kann mich engagieren, ich mache mich nicht mehr kaputt, ich bin voller Hoffnung und Zuversicht, ich glaube an mich, ich glaube, ich bin langsam hier, wenn ich hier in diesem Seinszustand bin, bin ich langsam empfänglich für das, was ich teache, für diese vollkommene Selbstbestimmtheit, für als energetisches Wesen, dass ich wirklich alles. Alles, was ich nach out pushe, hier in meinem Kopf generiert und kreiert habe. Da muss ich ankommen. Alle, die ihr hier seid und mich versteht, ihr seid quasi hier. Sonst würdet ihr mir gar nicht folgen, sonst würdet ihr gar nicht meinen Teachings folgen können, wenn ihr nicht hier oben schon angekommen seid. Aber jetzt ist es eben so wichtig. Für Erfolg muss ich stabil im grünen, mindestens grünen Bereich sein. Stabil. Ich kann nicht immer wieder, wenn irgendetwas passiert, wenn irgendetwas im Außen ist, wenn irgendetwas sich noch zeigt, was mir nicht gefällt, hier in den roten Bereich absacken. Solange ich diesen Shift noch nicht stabil habe, sondern immer wieder zurückfalle, solange ich immer wieder in alte Muster und Ansichten, Ängste zurückfalle, werde ich mir nicht stabil einen Erfolg und auch nicht stabil ein Business, ein selbstständiges Business aufbauen können, das mich versorgt. Das wird nicht möglich sein. Wenn ich immer wieder in den roten Bereich komme, im roten drehe, wenn die Angst und die Scham wieder einkicken und ich mich zum Beispiel nicht zeigen kann, ich Dinge verstecken muss, ich Angst habe, dass Leute wissen, dass ich hier und da versagt habe und so weiter und so fort. Das wird mich jedes Mal wieder ausbremsen und in den roten Bereich zurückbringen. Ich muss stabil sein. Und stabil bin ich genau dann, wenn ich hier oben angekommen bin. Ganz oben. Wenn ich aufgehört habe, über Logik verstehen und erkennen, meine Entscheidungen zu treffen. Hier fange ich an, in meine Master-Manifestationskraft einzutreten. Bedingungslose Liebe, Glückseligkeit, all eins sein in mein God Self, in mein Divine Design. Hier. Und hier Liebe. Damit meine ich tatsächlich nicht die menschliche Liebe, sondern die Liebe zum Leben, die Begeisterung zum Leben. Dieses Gefühl, das fasst hier oben alles zusammen. Und wenn ich da stabil bin, hier über den grünen Bereich hinaus,
weil ich weiß, wer ich bin, weil ich meine Divine Design, Business Identity, ich rede jetzt hier gerade von Business, aber das gilt genauso für Liebe und für Partnerschaft. Wenn ich hier weiß, wer ich bin, wie ich wirke, wie ich funktioniere, dann werde ich Erfolg auf allen Ebenen einleiten, manifestieren. Das ist das, was ich will. Und all diese Leute, die jetzt hier mit zuhören, Coaches, Berater, Therapeuten, die anderen helfen wollen, das ist in uns ein angelegtes Bedürfnis, dass es uns und anderen gut geht, dass wir und andere glücklich sind. Und weil wir es selber nicht hinkriegen für uns, tun wir uns oft für andere aufopfern und versuchen zumindest anderen zu helfen, weil wir die Großartigkeit des Divine Designs in anderen so leicht sehen und noch nicht verstanden haben, dass das ein Spiegel von uns selber ist, dass wir das nicht annehmen können, diese Großartigkeit, die wir in anderen sehen können, die anderen erheben können. Aber genau hier ist auch wieder diese Krux zum Erfolg. Weil wenn ich nicht auf diesem Level bin, wo Geben und Nehmen dasselbe sind, wenn ich nicht auf dem Level bin, dass ich weiß, es steht mir alles zu, kann ich nicht dem anderen geben, kann ich nicht dem anderen helfen, nicht unterstützen. Und ich habe immer wieder das Gefühl, ich bin irgendwie ein Dampfplauderer, ein Übertreiber, ein Imposter, ein Angeber. Und dann kommt wieder von unten Hawkinson-Skala rein und dann schäme ich mich, weil ich nicht weiß wirklich, wer ich bin, weil ich doch irgendwie noch was darstelle, weil ich doch immer noch mal was schauspielere, weil ich eben nicht stabil bin. Und genau das ist das höchste, oberste Dach, die Spitze meiner Divine Design Pyramide, dass ich hier oben stabil in meiner Divine Design Identity ein erfolgreiches Business und Leben führe. Da möchte jeder hin. Und solange ich aber nicht diese Stabilität für mich erreicht habe, rödel ich mich ab. Mach immer wieder eine Ehrenrunde, mach immer wieder eine Ehrenrunde, komm immer wieder zurück, komm immer wieder zu der Überzeugung, ich kann es noch nicht gut genug, ich muss noch was lernen, ich darf noch nicht so auftreten, wie ich auftreten sollte, weil, und schon bin ich wieder bei Scham und bei Angst. Und wenn ich das nicht aus meinem System rauskriege, dann wird mir Erfolg langfristig verwehrt bleiben. Und ihr könnt es mir glauben, ich habe das, alles, was ich gemacht habe, erzähle ich aus eigener Erfahrung, von mir persönlich und von vielen, vielen Menschen, die ich begleitet habe. Es kommt immer wieder dazu. Diese Schlange, die sich nach oben schlängelt, die Hawkinson-Skala-Schlange, die dann wieder ganz heimlich von unten anfangen will zu schlängeln. Weil sonst bräuchte ich keine Schlange. Ich müsste nichts schlängeln, wenn ich schon oben stabil wäre. Die Schlange ist hinterhältig. Die Schlange sagt dir immer wieder, du musst dich da durchschlängeln. Die Schlange sagt dir die ganze Zeit, irgendetwas stimmt nicht mit dir, irgendwas ist nicht gut genug, fang mal wieder unten an, geh dich schämen, geh Angst haben, sei mal ein bisschen down, sei mal ein bisschen depressiv und dann gehst du wieder nach oben. Aber die Schlange wird niemals erlauben, dass du da stabil bist, wenn du abschließt mit dieser Schlange, wenn du deine Wahrheit, deine Wahrhaftigkeit kennst, wenn du dir von keiner Schlange mehr irgendetwas ins Ohr flüstern lässt, dann wirst du stabil wachsen, stabil finanziell wachsen, in Freude, in Glücklichkeit, in Grenzenlosigkeit wachsen. Und ich hoffe, dass du das verstanden hast, weil das gilt für alle Lebensbereiche. Und mir ist es wichtig, hier jetzt das zu erkennen, insbesondere für die Leute mit Business, die sich so abgemüht haben, die es immer wieder probiert haben, die alle Marketingstrategien gemacht haben, die
immer dran sind, immer sich verbessern, immer, immer investieren, alles, alles, alles und trotzdem auf keinen richtigen grünen Zweig kommen. Und das liegt an der Schlange. Das liegt an der Schlange, weil sie immer wieder kommt. Und es ist super, super mühsam, diese Stabilität für einen Moment, für einen ausreichenden Moment zu erreichen. Und nachher kommt wieder dieser, ich habe es geschafft. Oh, jetzt brauche ich mal eine Pause. Oh mein Gott, jetzt muss ich mich mal ausruhen. Jetzt habe ich ja so gut gearbeitet. Jetzt war ich ja so fleißig. Oh ja, jetzt habe ich mein kleines finanzielles Polster. Jetzt kann ich mal wieder. Und schon geht die Luft raus, wie aus einem Ballon. Und du wirst kein Lebenswerk damit aufbauen, das dich erfreut, das dich begeistert, das dich nährt. Und es ist für alles das gleiche Prinzip. Und dieses Prinzip ist absolut. Und deswegen heißt das neue High-Level-Business-Programm für Frauen absolut. Absolut. Es heißt absolut. Es ist alles absolut mit mir verbunden. Ich bin absolut alles. Ich bin absolut mein Business. Ich stehe hier stolz mit meiner Message, mit dem, was ich in die Welt bringe, mit meinem Angebot. Ich bin überaus happy, freudig, zufrieden. Ich kenne den Wert. Ich habe einen wahrhaftigen Selbstwert. Darum geht es. Und dann bist du glücklich. Und jetzt gebe ich das nochmal frei. Dann bist du hier. Dann bist du gelassen. Dann bist du in Ruhe, in Stille, in Fülle, in Einheit, in Erleichterung, in Ehrlichkeit, in Echtheit, Authentizität, Schönheit, Wachstum, Heilung, Gesundheit, Vitalität, Freiheit, Klarheit. Dann weißt du, dass du der Schöpfer bist. Du gibst keine Schuld mehr irgendjemanden. Du übernimmst Verantwortung. Schuld ist nicht mal überhaupt in deinem Raum. Es ist, ich bin das. Ich bin alles. Ich bin ermächtigt. Ich bin ausgleichend. Ich bin humorvoll. Ich kann Spaß machen. Ich bin empfangen. Ich bin kraftvoll. Ich bin leicht. Ich bin friedlich. Ich bin frei. Ich bin produktiv, ich bin kreativ, es macht mir Spaß, ich brauche keine Pausen, weil es so anstrengend war, sondern ich mache Pausen, weil ich Abwechslung möchte. Ich mache andere Sachen auch noch. Ich fühle mich verbunden, ich bin integer zu mir selber. Ich stehe hinter mir wie ein Fels in der Brandung. Es gibt nichts und niemanden, der mir einreden kann, irgendwas ist falsch an mir, ich bin nicht gut genug. Ich sollte etwas anders machen, sondern ich stehe da und ich bin erfüllt in der absoluten Erfüllung von mir selber, von dem, was ich tue, von dem, wie ich lebe. Und genau da möchte ich mit euch hingehen in absolut. Mit eurem Business. Ich möchte, dass es das absolut beste, geilste, leichteste, wunderbarste, schönste, faszinierendste, sexyste Business-Angelegenheit von dir ist, die es nur gibt. Und dass du da stehst wie ein absolut strahlender Stern in einer erfüllten Haltung, weil du dich so erfüllst mit dem, was du bist, was du machst, was du tust, was du ausdrückst, was du in die Welt bringst, was du teilst, was du mitteilst. Und dass du jeden Abend zufrieden ins Bett gehst, dich auf den nächsten Tag freust, dass du sorglos bist, dass du dir keine Sorgen mehr machst. Weder wie es weitergehen soll, um die Zukunft, dass du dir keine Sorgen finanziell machst, keine Sorgen um deine Gesundheit, dass du weißt, dass du alles in absolut höchster Erfüllung für dich hast. Und gleichzeitig lernst du natürlich noch all meine Business-Tricks und Hacks in absoluter Leichtigkeit. Ich habe seit längerer Zeit niemanden mehr. Keine VA, ich hatte früher zwei virtuelle Assistentinnen. Ich habe sowieso schon immer alles selber gemacht.
von meiner Homepage über meinen Social Media Auftritt, meine Videos schneide ich selber. Ich mache alles selber. Aber ich mache es so gerne. Es macht mir einen riesengroßen Spaß. Und ich habe es zeitlang auch abgegeben, habe mir auch zum Teil helfen lassen. Ich weiß, wie man sich helfen lassen kann, aber ich habe alles so runtergebrochen. Ich habe alles so zu einem Lean-Management zusammengebastelt, dass ich das so alles locker selber machen kann. Und darum geht es, dass du nicht abhängig bist, wenn du anfängst mit deinem Business. Dass du keine Angst hast, wenn dir jemand wegläuft oder wenn dir jemand kündigt oder was anderes machen möchte. Dass du locker, easy peasy dein Business ohne irgendeine externe Hilfe schmeißen kannst, ohne daran zu ersticken, unterzugehen, sondern das wirklich einfach mit Links managen kannst. Dass du überall einspringen kannst, dass du alles im höchsten Vertrauen machen kannst, so wie es dir entspricht. Und wer viele, viele, viele Leute sind, machen sich viel zu sehr abhängig von irgendwelchen Äußerlichkeiten. Und genau darum geht es mir, dass du lernst, dass alles da ist, wenn du es brauchst. Aber dass du nichts und niemanden, keine Mitarbeiter, keine Unterstützer, keine Partner festhalten musst, sondern dass du in der absoluten Fülle auch in deinem Business leben, funktionieren kannst, location independent reisen kannst, in einer wunderbaren Unabhängigkeit dein Genius in die Welt zu tragen und gut davon leben zu können. Ja, das ist absolut, absolut. Wenn du mehr darüber wissen willst, wenn ich dich angesprochen habe, schreib mir einfach. Wenn es wirklich etwas ist, was 100% für dich in Frage kommt, werden wir miteinander telefonieren. Und ich freue mich riesig auf dich und schau dir das nochmal an, das Video mit der Hawkins-Skala. Es macht so, so, so viel Sinn, es erklärt alles und es geht für alle Lebensbereiche. Und nicht vergessen, teilen, liken und kommentieren. Wir sind hier, um miteinander uns das geilste und größte und großartigste Leben zu manifestieren. Bis dann.